Das Versteckspiel. Falls du dieses Versteckspiel spielen möchtest, dann sei gewarnt. Es könnte sehr schlimm enden. Falls dich meine Warnung nicht beeindruckt hat, dann besorge dir folgende Materialien und schon kannst du beginnen. Eine Puppe mit Beinen. Versuche zu vermeiden, dass die Puppe eine menschliche Puppe ist, denn sonst könnte der Geist sich dazu entscheiden, für immer in der Puppe wohnen zu bleiben. Reis. Der Geist wird den Reis essen und dadurch stärker werden. Rote Wollfäden. Die roten Wollfäden symbolisieren das Blut. Irgendwas von dir, zum Beispiel ein Haar oder ein Blutstropfen, bitte wirklich nur etwas von dir verwenden und nicht von jemand anderen, denn sonst wird das Versteckspiel zu einem Fluch. Irgendwas Scharfes. Damit du die Puppe ärgern kannst, verzichte dabei auf Messer und verwende besser eine Nadel oder einen Buntstift. Salzwasser. Das Salzwasser brauchst du, um den Geist zu vertreiben, sonst kannst du das Spiel nicht beenden. Ein Ort, an dem du dich verstecken kannst. Einen Namen für deinen Geist. Um das Versteckspiel zu spielen, musst du folgendes Ritual durchführen. Schneide den Bauch der Puppe auf und lege den Reis hinein. Lege auch dein Haar oder dein Blutstropfen dazu. Schnüre die Puppe mit den Wollfäden zu. Fülle eine Schale mit Wasser, in die die Puppe reinpasst, und stelle sie ins Badezimmer. Stell die Tasse mit dem Salzwasser dorthin, wohin du dich verstecken möchtest. Fange das Spiel um 3 Uhr nachts an, denn dann sind die Geister am aktivsten. Sprich den Namen der Puppe laut aus. Sobald es Punkt 3 Uhr ist, schließe die Augen und sage: Als erstes versteckt sich Name der Puppe. Du musst darauf achten, dass du so ernst wie möglich sprichst. Gehe ins Badezimmer und lege die Puppe in die Schale mit Wasser. Schalte das Licht überall in deiner Wohnung, deinem Haus aus. Schließe die Augen und zähle bis 10. Nimm dir dann deinen scharfen Gegenstand und gehe wieder ins Badezimmer. Gehe zur Puppe und sage: Ich habe dich gefunden. Und steche sie. Dann sage: Jetzt bist du, Name der Puppe, dran. 3-mal. Lege den spitzen Gegenstand neben die Puppe und gehe zu deinem Versteck. Vergesse nicht, alle Türen auf deinem Weg zu schließen. Nehme einen Schluck Salzwasser in den Mund, denn dieses kann dich vor dem Geist beschützen. Du musst auf jeden Fall ruhig bleiben, selbst wenn du Türen auf und zugehen hörst. Wenn du das Spiel beenden willst, nimm deine Tasse mit dem Salzwasser und gehe die Puppe suchen. Es kann sein, dass sie nicht mehr im Badezimmer ist. Wenn du sie gefunden hast, dann spucke das Wasser in deinen Mund auf die Puppe und schütte das restliche Salzwasser über sie. Mache die Augen zu und rufe: Ich habe gewonnen. 3-mal. Der Geist gibt daraufhin auf und verschwindet. Nach dem Versteckspiel solltest du die Puppe verbrennen. Wichtig: Das Versteckspiel sollte nicht länger als 2 Stunden dauern, denn dann ist der Geist zu mächtig und lässt sich nicht so einfach vertreiben. Spiele dieses Spiel alleine. Verlasse auf keinen Fall das Haus. Sei leise, wenn die Puppe nach dir sucht. Schalte alle Elektrogeräte ab. Wenn du nach der Puppe im Haus suchst, drehe dich niemals um. Du darfst nicht einschlafen. Vergesse nicht, etwas Salz in die Ecken deiner Wohnung zu schütten, sobald das Spiel beendet ist. Das ist schon das ganze Versteckspiel. Ob du es ausprobieren willst oder nicht, das sei dir überlassen. Bedenke aber, dass du dich besser nicht mit den Geistern anlegen solltest, denn Geister können manchmal ziemlich grausam sein.